Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part zu Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Wir waren auf dem Weg nach Sunagakure, ein Auftrag von Tsunade. Hier haben wir auch wieder eine Weggabelung. Die Tenchi-Brücke, das ist noch nicht unser Ziel, da kommen wir wie gesagt später hin. Nein, ich wollte die Statue, ich will Glück. So. Ja, es geht weiter mit Materialiensammlung. Und ja, auch wenn wir meistens immer dasselbe rauskriegen, ist egal, wir brauchen das eben halt. Nest. Klebharz. Sojabohne. Aber man sieht schon, wir haben gerade die Wüste erreicht. Haben wir hier irgendetwas, was wir einsammeln können? Später wird es hier noch eine Funktion geben. Selbst wenn wir die erst, glaube ich, nach der Story, glaube ich, zu sehen bekommen werden. Werde ich mal gucken, ob ich da vielleicht einen extra Part dazu mache. Aber auch nur mal gucken. Es sei denn, ihr sagt nämlich, nee, wir brauchen kein 100%, mach einfach nur die Story. Ja, wie gesagt, der Rest, was wir hinterher nach der Story machen können, ist meistens irrelevant. Weil das sind einfach nur, um die Spielzeit ein bisschen zu strecken. Das hat jetzt, wie gesagt, wenig Einfluss auf die Story oder auf das Spiel allgemein. Wir können nochmal ums Glück beten. Shinobi from the Hidden Leaf Village. What's happened to Gaara? Baki will fill you in on the details. For now, we just need to get you to the Kazekage's mansion. Gotcha! So. Wir sollen zu Kazekage-Villa. Ja, gucken wir mal. Ja, und das hier ist das Windreich. Und ja, das Ninja-Dorf Sunagakure. Ist, glaube ich. Nee, eins existiert ja noch, was wir sehen werden. An Ninja-Dörfer. Aber das kommt so fast am Ende. Na. Hallo. Ja, hier sind auch wieder Bento zu Verkauf, aber momentan keine zu kaufen, bis auf das super Gemüse-Bento. Ah, das hört sich schon richtig geil an. Ich bin eher der Gemüsemensch statt der Obstmensch. Bei Obst komme ich manchmal oder sehr oft sehr schwierig ran. Also, es ist nicht meins. Das heißt jetzt nicht, dass ich auf süße Sachen nicht stehe. Nee, keinesfalls, aber. Obst, ich weiß nicht, das schmeckt mir irgendwie nicht oder ja, schmeckt nicht unbedingt gesagt, aber ich komme da irgendwie nicht ran. Ich bin da irgendwie der Gemüsemensch und der herzhafte Mensch, ne? Aber wenn ich mal Bock habe, irgendetwas Süßes zu essen, dann ja, nehme ich immer die Alternative zu Schokolade oder so, was auch nicht unbedingt ja, am besten ist, ne? Also ich sollte mal gucken, dass ich mir einen Obstsalat hin und wieder mal mache, weil Obstsalat hört sich schon richtig geil an. Gerade wenn Nüsse drin sind oder sowas wie Mandelsplitter oder sowas, das hört sich schon richtig geil an. Muss ich mir mal auf meine Liste setzen. Kriege ich schon richtig Bock drauf. So, hier haben wir das Geschäft, was ich wollte. Was können wir machen? Erschöpfungszeichen. Okay. So. Verteidigung. Was? Verteidigungsbruchzeichen. So. Trägheitszeichen. Giftzeichen. Oh, das müsste es gewesen sein. Gucken, ob unser Geld es zulässt, dass wir da ein bisschen was kaufen. Ja, und das muss es gewesen sein. Das
Nee, das Giftzeichen können wir nicht kaufen. Das ist zu teuer. Ihr habt Wucherpreise. Thanks. Ja, aber man sieht da auch, dass sich das lohnt, wenn wir da jetzt hier die gesamten Materialien halt holt. Für die Bento-Dinger ist es halt immer ein bisschen schwierig, da auch alle Materialien zu finden. Es gibt später noch Aufstufungen, sage ich jetzt mal, für die so fürs Giftzeichen oder so. Aber da nämlich die Materialien zu finden, das gelingt mir nicht irgendwie, weil mir da spezielle Items immer fehlen. Weil den Erfolg habe ich glaube noch nicht frei. Baki. Tamari, and you've brought a backup unit from the Hidden Leaf Village. Tell me about Gaara. What's happened to him? Yes. Unfortunately, the Akatsuki still have him. You've sent a tracking unit after them, right? What have they reported? They say the Akatsuki have taken Gaara and are making for the land of rivers. Rivers, huh? Well, then we can't just sit here. Let's go after them, Kakashi-sensei! Baki, we'll head to the land of rivers and rescue the Kazekage. My thanks. We're in your debt. Naruto, Sakura, I'm going to contact the Hidden Leaf. While I do, you two get ready. Yes, sir! We've just received word from Kakashi. He says that the Akatsuki have taken the Kazekage and are heading for the Land of Rivers. I'm assigning you essentially the same mission as Team Kakashi. Get to the Sand Village as fast as possible and provide any support necessary. Is that clear? Crystal. All right, everyone. We'll make it to the Land of Rivers in one day. I think we can make it in half a day, Sensei. It will take 3 days, no matter how you slice it. Yeah, what's the point of making promises we can't keep? Huh. Forward, everyone! Let's make for the Land of Rip... Ja, hier spielen wir mal andere Charaktere. Und zwar Mighty Guy. Einer, der ein anderes Team anführt. Und zwar von einem Team, die glaube sogar ein Jahr älter sind als Naruto und sein Jahrgang. Mighty Guy, der kann keine Jutsus oder dementsprechend keine Ninjutsus oder Genjutsus. Er ist genauso wie sein Schüler, der genauso aussieht wie er, wo ich am Anfang gedacht habe, wo ich die Serie geguckt habe, dass das irgendwie sein Sohn sei oder sowas, aber was nicht der Fall ist. Die beiden können halt keine Ninjutsus oder Genjutsus, sondern nur Taijutsus. Ja, aber die sind da auch dementsprechend auch sehr gut, weil sie halt nur das eine Talent fördern müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt wieder hier Materialien gespawnt sind, da werden wir jetzt gucken. Aber ich denke mal, ich werde jetzt hier nicht ewig rumeiern, um die gesamten Materialien zu sammeln. Ja, dann haben wir Lee, den haben wir schon in Dings kennengelernt, in Uzumaki Chronicles 2, was ich Let's Played habe. Vielleicht der ein oder andere mal reinschauen. Dann haben wir Neji Hyuga, den haben wir auch in Uzumaki Chronicles 2 gesehen, auch sehr oft gespielt, einer meiner Lieblingscharaktere, weil der einfach nur cool drauf ist. Phew. Hey, could we take a break soon? Complaining already? You are out of shape. What did you just say? Enough talking, you two. Huh? Something's coming.
Let's. What? Well, well, finally. Wait a minute. You know this person, Gai-sensei? Who are you? It's no wonder you're called a beast. Your intelligence is certainly subhuman. Well, let me... He has an incredible amount of chakra. So this is one of the Akatsuki. Now then. Water clone jutsu? Let's get started. Okay, gang, here we go. Split off into two groups. Neji, you're with Tenten. Lee, you'll team with me. Yes, sir! Here I come! I'm not done playing with you yet. He really is tough. In that case, why don't we step up our game as well? Okay. I won't try and talk you out of it. I'll let you learn the hard way. I wouldn't be so sure. Ja, wir spielen mit Neji Hyuga, einer der in Konoha, der Neulinge, würde ich mal sagen, der an talentierteste neben Sasuke, der es auch zum Jonin schon geschafft hat, während alle anderen Shunin sind und Naruto Genin, weil Naruto hat ja durch die Jahre, die 3 Jahre oder 2 Jahre, die er auf Reisen war mit Jiraiya, nicht die Möglichkeit gehabt, die Shunin-Prüfung ablegen zu können, um Shunin zu werden. Deswegen ist Naruto der einzige noch Genin. Das Kuriose dabei ist auch, dass er trotz seiner Leistung gegen eine Akatsuki, also in der gesamten Serie hat er den ein oder anderen Akatsuki-Mitglieder erledigt, die auf Rang S sind. Also nicht gerade ohne die abtrünnigen Ninjas. Und er wurde trotzdem da noch nicht in Stand eines Shunin erhoben oder sogar Yonin, obwohl ihm das hätte eigentlich zustehen müssen. Aber egal. Neji Hyuga ist ein Charakter, der aus einer sehr großen und bekannten Familie kommt. Aus dem Hyuga-Clan, der auch sehr großes Ansehen in Konoha hegt. Ist aber auch eher ein Clan, der eher für sich lebt in Konoha. Also da dringt nie wirklich was nach außen, weil es ist eine sehr eingeschlossene Familie, würde ich mal sagen, mit ihr auch ihre eigenen Probleme. Neji, also der Hyuga-Clan teilt sich zwischen Hauptfamilie und Nebenfamilie. Neji ist einer, der gehört zur Nebenfamilie. Er trägt auch unter seinem Stirnband ein Bannmal, das irgendwann irgendwie, wie ich das verstanden habe, sein Byakugan, was auch ein Kekkei-Genkai ist, also was er vererbt bekommen hat, ein visuelles Jutsu, dass er die Chakra-Punkte bei den Gegnern sehen kann und sie dann angreifen kann. Also die haben auch sehr spezielle Jutsus drauf, der Hyuga-Clan. Und ja, deswegen sind sie auch neben der Uchiha damals eher die stärksten. Weil das Byakugan sogar stärker ist als das Sharingan, weil man halt die Chakra-Punkte sehen kann. Und durch ihren Kampfstil, der Hyuga, sind die sehr speziell. Ja. Was gibt's da noch zu sagen? Eigentlich nichts weiter. Können wir nochmal gucken. Ach ja, die Schildkrötenpille, die will ich auf jeden Fall mitnehmen. So, und dann sind wir auf jeden Fall bereit. Wer noch im Mighty Guys Team ist, und ist Tenten. Einer meiner, ja, ich würde mal sagen, auch Lieblingscharaktere, weil
Ja, man hat auch nicht viel von der gesehen. Sie hat auch nicht gerade sehr viel geleistet. Was daran liegt, sie möchte halt irgendwie, oder sie benutzt eben halt nur Waffen. Also im Prinzip besteht Mighty Guys Team bloß aus Leuten, die Taijutsu anwenden können oder wollen. Und ja, der Hyuga Clan nochmal zurückzukommen, ist nämlich so, dass die nämlich statt wie andere Taijutsu Anwender nicht mit der Faust zuschlagen, sondern mit der flachen Hand, weil sie dadurch nämlich Chakra konzentrieren und dann nämlich Chakra in den gegnerischen Körper lenken, um ihn dann praktisch von innen heraus zu verletzen, nicht von außen. Deswegen kann ich nur sagen, um das besser verständlich machen zu können, guckt euch den Anime oder Manga an, da wird es detaillierter erklärt. Weil wenn ich das hier so versuche zu erklären, kommen vielleicht sogar Missstände auf. Und das wollen wir ja nicht. Alter. Kann ich überhaupt den Erwachen-Modus einsetzen? Ja. Moment, ich will den Abschluss mit diesem. Da hat man es jetzt zum Beispiel gesehen mit der flachen Hand und ja. Deswegen, wie gesagt, um das besser verständlich zu machen, könnt ihr von mir aus auch irgendwie im Internet rumstöbern, weil es gibt ja einige YouTuber, die dazu auch vielleicht Videos gemacht haben. Informiert euch am besten dann da, nicht wenn ich dann hier irgendwelchen Bullshit irgendwie labere, aber ich kann auch nur das wiedergeben, was ich auch noch im Kopf habe, weil ich Naruto auch sehr lange nicht mehr gesehen habe, weil ich ja die Staffeln hier zu Hause habe, zwar noch nicht komplett von Shippuden, aber es wird sich vielleicht im Laufe dieses Jahres oder nächstes Jahres ändern, dass ich mir die letzten Staffeln jetzt mal langsam ranhole, bevor Boruto irgendwann auf DVD rauskommt, und die möchte ich mir dann auch sofort kaufen, weil ich einfach von Boruto, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich vorher sehr, sehr skeptisch, aber mittlerweile habe ich mich sehr gut damit angefreundet, obwohl viele immer noch der Meinung sind, dass Boruto um einiges schlechter ist, aber man kann eben halt, wenn man versucht, eine Serie fortzuführen oder irgendwie was noch reinzubringen, nicht halt jeden recht machen, ne? Das muss man sich immer vorstellen. Aber für mich hat es gereicht, ganz einfach, um mich einfach wieder reinzuholen. Ich finde es trotzdem super. I see. It looks as though I've taken you too lightly. All right then, I'm through playing games. It's over. Yes, now it's up to Lee and Guy Sensei. Think they'll be okay? So, I finally get to settle my score with you. You know, I keep feeling like I've met you before. Somewhere, maybe. It's no good, I can't remember. You to ribbons and make you remember. This murderous intent, he is no ordinary foe, is he? Be careful, Lee. The smallest slip could cost you your life. Yes, sir. All right. Here I come. Was ich noch zu Mighty Guy sagen muss und Lee, die sind halt so, wie gesagt, das perfekte Dream Team. Mighty Guy ist auch der, so gesagt, der Erzrivale von Kakashi. Die battlen sich hin und wieder mal in irgendwelchen Wettkämpfen, weil Mighty Guy wie Lee auch so Wettbewerb irgendwie jedes Mal austragen müssen hier und immer am Trainieren und
Ja, deswegen sind die auch immer für einen Lacher gut in der Serie. Auch wenn es drauf ankommt, dann sind sie auch ernst und ja, nehmen halt kein Lacher mehr. Aber sonst sind die beiden immer für einen Lacher gut. Ja, wir sind bereit, brauchen keine Vorbereitung. Ja, gegen wen wir kämpfen, einer der Akatsuki-Mitglieder, und zwar Kisame Hoshigaki aus Kirikakure aus dem Wasserreich. Ja, er ist einer der Schwert-Ninjas aus Kirikakure. Kirikakure war auch irgendwie bekannt dafür, bevor man Chunin wurde oder allgemein zu Ninja wurde, dass da sehr harte Bedingungen gefragt waren. Und zwar zum Beispiel, dass man seine eigenen Kameraden sogar töten muss und so. Zabuza war ja ein perfektes Beispiel dazu. Und er trägt ein spezielles Schwert mit sich herum, Samehada. Das hat auch einen eigenen Willen. Es wird im Deutschen irgendwie übersetzt als Haifischzahn oder so. Ja, wenn man halt den Gegner angreift und das Schwert saugt dann praktisch auch das Chakra irgendwie von dem Gegner auf. Deswegen hat Kisame auch sehr viel Chakra. Auch oh, selbst ohne Schwert hat Kisame sehr viel an Chakra. Und ja, da muss man nämlich aufpassen gegen den. Na komm, die. So muss es laufen, immer. Suppose I should have expected no less. This has been rather enjoyable, but it looks like our time's run out. You're... Unfortunately, our final showdown will have to wait. Until then, take care not to die. He was a fairly strong opponent. It looks like you finished too. Neji, Tenten, are you all right? Yes, we managed somehow. I see. He gave you trouble too. So, what was he after anyway? Well, I know we're all concerned with his motives, but we've no time to pause. Yes, it's just as Neji says. We need to hustle and catch up with Team Kakashi. Right. Okay, we'll save the thinking for later. Right now, we trek on. Yes, sir. All right, shall we go? I'm sorry for putting you through all this trouble. No, if we needed help, you'd do the same for us. Thank you. Well then, we leave for the land of rivers. Wait!
ist nicht synchronisiert. Wieder ein bisschen komisch. Und das ist... Lady Shio, was führt dich denn hierher? Wird ein Sunai Shinobi gebraucht, bin ich derjenige, der die Sache übernimmt. Was sagst du da? Außerdem habe ich meinen wunderbaren Enkelkind schon ewig lange nicht mehr verwöhnt. Dein Enkelkind? Wir haben Informationen über die Akatsuki eingeholt, die Gaara angegriffen haben. Offenbar ist er unter ihnen ein ehemaliger Sunashinobi, Sasori vom Roten Sand. Dann ist dieser Sasori... Mein Enkel, ja. Ich verstehe. Aber wenn er mit denen unter einer Decke steckt, die den Kasekage angegriffen haben, muss ich ihn seine Familie bestrafen. Aber... Hör zu, das ist jetzt doch alles unwichtig. Wir müssen noch Gaara suchen, sofort. Ihr habt den Jungen gehört. Wenn wir uns nicht beeilen, ist die Chance auf immer verloren. Baki? Na gut, aber bitte passt auf Lady Shio auf. Natürlich. So, dann nichts wie auf ins Flussreich. Das ist ein, also Oma Shio, also so wird es im Deutschen genannt, ist eine Person, eine der Oberältesten in Sunagakure, die sich da schon längst von dem öffentlichen Leben zurückgezogen haben. Und ja, man muss auch dazu sagen, jetzt aufgepasst, wieder Spoiler, zu der Zeit, wo Oma Shio noch aktiv in der Politik, sage ich jetzt mal, oder als Shinobi aktiv war, sind ihre, also ich glaube ihr Sohn, ja, und dessen Schwiegertochter sind auf eine Mission gegangen und sind nie wieder zurückgekehrt, weil sie getötet worden sind. Nicht von Kakashi selbst, sondern von Kakashis Vater Hakumu Hatake. Ich glaube, so heißt er, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, und im Anime wurde Kakashi dann auch, sobald die in Suna eintrafen, auch von Oma Shio angegriffen. Naja, deswegen ist es auch ein bisschen verständlich, dass sie halt ihn dann halt angegriffen hat, weil, wegen dieser Sache. Weil er halt auch sehr Ähnlichkeit mit seinem Vater hat. Wer wundert's auch, ne? Ja. Und da nämlich Kakashis Vater die Eltern von, also den Sohn von Oma Shio getötet hat, auch die Schwiegertochter, die wiederum einen Sohn hatten mit dem Namen Sasori, der auch ein Mitglied der Akatsuki-Organisation ist, ja, der dann irgendwann auch sehr kalt wurde, irgendwie, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Es gibt halt noch Folgen im Shippuden, wo das gezeigt worden ist, aber die habe ich noch nicht gesehen. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Also haut rein und ciao!